Hallo und willkommen zurück und wir werden schon direkt attackiert. Den müssen wir mal schnell noch ein bisschen was auf die Omme geben. Komm her, du. Zack, und betäubt. Hier ein paar Sachen eingesammelt und renn. Wir beenden jetzt das Ritual. Führt eure Männer in die jenseitigen Lande. Hinfort mit euch. General Ratrat Dabalanin. Ah, nehmen wir Platz. Und wahrscheinlich, wenn der General fällt, werden die anderen befreit. Der hat eine miese Fähigkeit. Bam! Und was für eine miese Fähigkeit. Der macht ja sogar mal Schaden, der Junge. Hulalalala. Gott sei Dank. Unbedeutende Klüve auf Magica Regeneration. Euer Inventar ist voll. Das ist blöd. Vor allen Dingen, weil wir nicht wirklich was damit anfangen können. Oh, wir haben eine Eisenrüstung. Die könnte man mal anziehen. Was haben wir hier noch? Eisendeutsch. Ich schaue mir die Sachen grundsätzlich so gut wie nie an, was ich da gefunden habe bis jetzt. Oh, wir haben sogar ein besseres Zweihänderschwert. Rüstung. Sonst noch irgendwas Neues? Nö. Gut, ich schmeiß einfach demnächst wieder was weg. Oh, ja, die Rüstung ist ein bisschen plattensicherer. Reiner Regen erzeugt süße Flüsse. Eure Weisheit ist eure Stärke. Ist es vollbracht? Ihr Anführer ist hinübergeglitten. Mögen sie Frieden finden. Der Rest bleibt fürs Erste zurück, wie Motten. Sie stellen keine Gefahr für die Lebenden dar, aber sie werden beiden jenseits folgen. Und jetzt bekommen wir eine dicke, fette Zweihänder-Axt. Ich hätte keinen schon gut anklicken sollen, glaube ich. Jetzt hat sie es verbuggt. So, nachdem sie jetzt abgestürzt ist, geben wir mal die Quest ab. Ihr habt Macht geopfert, um den Toten Frieden zu geben. Das war keine leichte Entscheidung. Eure Güte zeigt, dass es Hoffnung gibt. Ich denke, es ist jetzt an mir und meinen Gehilfen, uns erkenntlich zu zeigen. Was meint ihr? Wir möchten diesem Schlachtfeld ein einzigartiges Geschenk darbieten. Ein Opfer, das hier wieder Pflanzen und Bäume wachsen lässt. Auch ein ausgetrockneter Sumpf wird nach viel Regen wieder erblühen. Und wie wollt ihr das bewerkstelligen? Ich werde es zur rechten Zeit erklären. Zunächst möchte ich, dass ihr eine Quarmakammer östlich von hier aufsucht und dort nach einer Quarmakappe sucht. Ich muss mit meinen Schülern sprechen. Wir treffen uns dort. Ich werde dafür sorgen. Begonnen zum Wohle aller. Fette Streitaxt sieht aber anders aus. sie möchte dahin. Da geht die Hauptgildendingens-Quest da weiter. Wir gehen aber mal zu dem Swamp-Ding. Datei suchen, was sie von uns haben will. Und rennen dafür hier durch ein Paktwächterlager. Seid gegrüßt. Ach, guck an, wir sind da. Das Schlachtfeld inspizieren. Es wird viele weitere geben. Das Bündnis hat sich nur zurückgezogen. Jetzt müssen wir sie vertreiben. Ha, guck an. Seid gegrüßt. Was haben wir denn da? Schröter. Schröter, die ollen Köter. Keine Ahnung, was das für ein Vieh ist, aber ich muss es töten. Es spuckt Feuer. Bin ja begeistert.
Ab weg mit dir. Stirb, elendes Feuerviech. Wenn sie jetzt am Schluss noch explodiert wären, fände ich es ein bisschen cooler. Aber was soll's. Da drüben sollen wir in die Höhle hinein. Auf geht's. Kann man das Fackelwind schon anstürmen? Nein. Aber ich kann es einfangen. Insektenparts haben wir bekommen. Eine Quammas, irgendwas. Komische Viecher. Und in dieser Höhle eine Quammakappe suchen. Sind das diese pilzartigen Gebilde? Hm, anscheinend ja nicht. Doch. Warum konnten wir die außerhalb jetzt nicht schon mitnehmen? Ich helfe mal da ein bisschen kloppen. So. Und einsammeln. Sprecht mit Reza, aber wohl außerhalb. Renn, 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 renn. Ach, Mist. Kommt her, ihr Mistkröten. Ihr habt keine Chance. Haben wir eine Eisenaxt gefunden. Der killt einfach mal so ein Level 1er. Und da steht die liebe Reza. Und wird fast angegriffen von einem Quamma-Skript. Ich kann die Dinger, die kann ich nicht benennen. Habt ihr die Quamma-Kappe? Ja, hier ist sie. Ich werde sie nicht berühren. Noch nicht. Bitte bringt jedem meiner Schüler ein Stück. Sie wissen, was zu tun ist, und sie sind bereit. Trefft mich danach am südlichen Musterungslager. Was muss getan werden? Krieg hat dieses Land verwundet. Jetzt sind wir an der Reihe, Opfer darzubringen, damit die Ebene heilen kann. Meine Schüler begreifen dies und sind sich der Gefahr bewusst. Ich glaube, ich verstehe. Ich verstehe eigentlich nicht. Aber nun gut. Bringt die Quammakappe zum Gamma, also wahrscheinlich werden einer nach dem anderen mir wieder freigestellt. Denn die anderen sind auf der Karte noch nicht ersichtlich. Und wo ist er denn? Ah. Willkommen, Reisender. Die Quammkappe. Wisst ihr, was passieren wird? Ja. Mein Körper wird vergehen. Aber meine Seele wird zu einem dieser Bäume hier. Das Land wird wieder erblühen. Bitte gebt mir den Pilz. Die opfern sich selbst. Ihr wollt mich doch verarschen. Bitte sehr, Gamkur. Alter Falter. Das ist heftig. Hätte ich nicht erwartet. Ich stehe bereit, um Reza zu unterstützen. Ich habe die Quammakappe. Ihr wisst, was das bedeutet. Ja. Und ich bin dankbar. Wenn wir uns in der nächsten Welt treffen, dann erzählt mir, wie wunderschön das Land geworden ist. Die haben echt Probleme. Kulturelle Stile der Vergangenheit. Die Hochelfen. Cool. Findet Frieden. Wohl wahr. Und der Baum erblüht. Ich finde es ja teilweise wahnsinnig, was man da macht. Und zu Reza jetzt. Also nur zwei Schüler hatte sie. Die haben sich beide geopfert. Nun will sich Reza auch noch opfern. Das ist doch blöd. Wer unterrichtet dann weitere solche Opferungsschüler? Da geht auch die ganze Produktion den Bach runter. Naja, unser Schaden soll es nicht sein. Sie sind tapfer, meine Akolyten. Jetzt liegt es an mir. Unser Blut wird das Wasser sein, unsere Knochen die Erde.
Na lecker, hier ist der Pilz für euch, Reza. Ich werde dieses Geschenk, dieses Opfer darbringen. Bäume, Pflanzen. Eines Tages wird alles wieder blühen. Blut ist Wasser. Wasser ist Leben. Mögen die Hist euch in ihre Arme schließen. Quest abschließen. Abgeschlossen, die karge Ebene. Ihr habt die Ebene von den Chimär befreit. Mhm. Weiter wird mir das aber nicht aufgetragen. Schade. Egal, was soll's. Wir rennen. Und kommen an den Senin. Da haben wir den Wegschrein von Senin, den holen wir uns als erstes. Dass wir uns da nochmal ein bisschen rumporten können. Und dann wüsste ich auch mal gerne, wie lange es noch dauert, bis wir endlich wieder ein Level Up sind. Oh, noch lange. Ich glaube, wir sind noch die nächste Zeit damit beschäftigt, einfach den Charakter zu leveln, damit er... ich habe gerade totalen Wörterstau in meinem Mund. Also nochmal den Charakter leveln, um dann später wunderschön das PvP-Gebiet mal zu besuchen und rauszufinden, wie das sich spielt. Wartet, was soll ich tun? Ah! Mist! Mist. Ihr müsst einen Augenblick warten, bevor ihr ein weiteres Schloss knackt. Ah, ja. Das ist also das neue Lockpicking. Was ich offensichtlich nicht so ganz kann. So, und da... Oh, wir haben Eisenbeine bekommen. Für Level 8, die können, oh wow, Rüstung 61, ja, die sind deutlich besser. Freue mich auf Level 8. Guraf. Ihr habt euch eine schlechte Zeit ausgesucht, um nach Seni zu kommen. Wegen des Angriffs und so. Man sollte eigentlich meinen, diese dickköpfigen Großmäuler wären froh über jede Hilfe. Wer will denn keine Hilfe? Diese arroganten Dunmir. Ich kenne einen Argonier namens Weiche Schuppe, der eine Heilsalbe für die Verwundeten herstellen kann. Aber Zauberweber Girwas will nicht mit ihm zusammenarbeiten. Mit gar keinem Argonia. Weshalb? Weil er die sturste Kreatur ist, die euch jemals begegnen wird. Er muss erkennen, dass diese Argonia auf seiner Seite sind. Wenn ihr helfen wollt, Weiche Schuppe benötigt Schröter Chitin für seine Salbe. Tötet sie und bringt dem Argonia das Chitin. Er ist irgendwo in der Stadt. Das sollte kein Problem sein. Wenn ihr das Chitin habt, sucht Weiche Schuppe im Tempel auf. Worüber streiten die Dunmer und die Argonier? Alte Fäden. Ich dachte, jeder wüsste das. Lange vor der Gründung des Ebenherzpaktes haben die Dunkelelfen die Argonier versklavt. Sie überfielen Schwarzmarsch und brachten die Gefangenen hier hinauf zum Frondienst. Die Argonier haben ihnen das wohl nie verziehen. Sicher. Aber das größere Problem sind die Dunmer. Bis zur Gründung des Pakts waren sie es gewohnt, die Herren und Meister zu sein. Jetzt sind die Argonier auf einmal frei und alle sollen gleich sein. Die ehemaligen Sklavenhalter haben also Schwierigkeiten, sich an die neue Lage zu gewöhnen. Ha, gesprochen wie ein echter Höfling. Eine bloße Behauptung, alle seien Freunde, macht noch lange keine Wahrheit. Die Gründung des Paktes war eine Schlacht und auf ihrem Feld verlaufen noch immer viele Fronten. Tja, so sieht's wohl aus. Wir gehen ein paar Schröter mal jagen. Da waren doch welche, oder nicht? Ja. Mit Bezug auf Waren. Komm her, blödes Mistvieh. Stirb! Wow, okay. Das ist neu. So, ein Chitin. Brauchen aber noch deutlich mehr.
komm, Käferlein. Komm und zeig dich. Wie es aussieht, werden wir da uns dumm und dämlich suchen, bis wir die Schröter gefunden haben. Ah, nein, innerhalb der Stadt sind welche. Gut. Stirb, elende Kreatur. Und dicker Schlag. Bam. Und noch einer. Und das nächste Chitin. Sie töten es. Nein. Ich wollte auch meine Beute haben. Verdammt, auch schon wieder alle tot. Es gibt zu wenige Gegner für den Ansturm an Spielern, würde ich behaupten. Da könnten sie auch noch ein bisschen mehr Respawn-Rate feilen, wenn sie schon nicht mehr reinpacken wollen. Ah, da haben wir ein paar Schröter. Ihr seid mein! Sterbt, elende Brut! So, zwei fehlen noch. Seid gegrüßt. Jetzt könnten sie doch hier eigentlich respawnen, hätten wir es schon direkt. Aber nein, leider nicht. Ah, da vorne sehe ich aber einen. Lauf. Bap. Jawohl, ja. Haben wir das auch noch bekommen. Und einer fehlt noch. Einer geht noch. Komm schon. Ein Schröterli. Ei, verbipscht. Also ausgestorben. Zum Großer. Da geht jemand was abbauen. Oh, eine Eisenader. Da seht ihr auch mal, wie das aussieht. Ach, keine Schröter. Verdammt. Ich habe keinen Bock, jetzt da Jahre rumzurennen. Verdammt. Was sind wir denn da oben? Missing. Beta Missing. Gut. Netter Hinweis. Ist auch wieder tot. Komm, etwas zu spät, habe ich das Gefühl. Ach ja, und wieder zurückrennen. Vielleicht finden wir jetzt da unten einen. Ja, da ist einer. Komm, renn. Renn, du Affe, renn. So, haben wir jetzt alles? Ja, sprecht mit Weiche Schuppe. Der... Oh, jetzt, toll. Finden wir mehr als genug Schröter. Frechheit. Der gammelt da hinten ab. Ihr seid nicht aus. Ups. Du blödes Mistvieh. Hat's mich doch verfolgt. Ihr seid nicht aus, Seni. Eure Schuppen sind rußbefleckt. Und ihr riecht nach Rauch und Flammen. Was führt euch hierher? Ich habe etwas Schröter-Chitin für euch. Ich zeige mich dankbar. Wartet bitte. Ich mache daraus Verbände, um die Verbrennungen der Verletzten zu lindern. Ihr müsst sie dann bei ihnen anwenden. Warum ich? Könnt ihr das nicht tun? Die Dunmer vertrauen den Argoniern nicht. Insbesondere nicht meiner Eischwester schreitet in Asche und mir.
Sie befürchten, wir wollen ihnen Übles. Ihr seid ein Fremder, also werden sie ihre Wunden vielleicht von euch heilen lassen. Das ist alles? Sie einfach heilen? Es gibt noch mehr. Wenn ihr fertig seid, geht zu Zauberweber Girvas. Lasst ihn wissen, wie wir die helfende Salbe hergestellt haben. Vielleicht sieht er dann ein, dass wir nicht der Feind sind. Alles klar, lebt wohl. Wir sollen jetzt Verletzte behandeln. Und wie? Das hier sind alles Echsen. Ah, da rennen welche. Vielleicht also hier oben drin? Tja, da kommen wir nur selbst nicht rein. Seid gegrüßt. Mal sehen, die kamen alle von da unten. Da wäre eine Person. Na, Mist. Da ist mir jemand schon zuvor gekommen. Da haben wir welche. Sehr schön. Eine argonische Wilde hat das gemacht? Eine Wilde, oh, ihr Babsack. Die haben wirklich noch keine Ahnung, wie man mit Menschen umgeht. Seid gegrüßt. Das ist besser. Hat ein Argonia das gemacht? Hallo. Ach, das ist besser. Hat ein Argonia das gemacht? Korrekt. Und hier haben wir wieder ein Buch gefunden. Bücherregal. Und Woodworking hat sich für uns verbessert. Ihr findet also auch Skill-Bücher ab und zu. Zum Kann Großer. Natürlich auch nicht vernachlässigen. So, 4 von 6 noch 2. Da hinten liegen welche. Seid gegrüßt. Das ist besser. Hat ein Argonia das gemacht? Und die letzte Person. Zum Großer. Das ist besser. Hat ein Argonia das gemacht? Eine argonische Wilde hat das gemacht. Hier haben wir noch jemanden.